Danke, danke, danke. Herzlichen Dank. Die beiden Herren haben wir abgeschüttelt, die hier den ganzen Abend gesessen haben und auf mich aufgepasst haben. Jetzt kann ich endlich das lesen, was ich wirklich lesen wollte, nämlich die allerletzten Gedichte. Ich lese beispielsweise das Gedicht folgender Trunksucht. Seht ihn an, den Schreiner trinkt, der wird er kleiner, schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an, den Hummer trinkt, der wird er dummer, hört, wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an, die Meise trinkt, sie baut sie scheiße, da grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Seht ihn an, den Dichter trinkt, der wird der schlichter, ach schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim mehr ein. Ein Gedichtzyklus, der überschrieben ist, bilden Sie mal einen Satz mit. Es gibt einen Witztypus, der auch so anfängt, bilden Sie mal einen Satz mit Bochum und Köln. Das heißt dann beispielsweise in der Antwort, er boch um die Ecke, um zu Pink Köln. Kein gerade sehr stubenreiner Witz. Ich versuche es etwas höher anzusiedeln. Ich habe Reime benutzt und ausschließlich nach Fremdwörtern gefragt. Bilden Sie mal einen Satz mit pervers. Ja, meine Reime sind recht teuer. Pervers bekomme ich 1000 Eier. Ein Satz mit Metapher. Herr Kapitän, der Steuermann hat gerade lallend kundgetan. Er brächte jetzt das Schiff zum Sinken. Metapher wirklich nicht mehr trinken. Bilden Sie mal einen Satz mit Symbol. Herr Genghis Khan, das tut man nicht, dass man in fremdes Land einbricht, nur aber raus mit Ihren Horden. Sie Symbol wahnsinnig geworden. Ein Satz mit Garant. Der Hase trägt den Kopf verbannt, seitdem er an die Wand garant. Ein Satz mit Mandarin. Wir schafften uns den Beichtstuhl an, weil Mandarin nicht beichten kann. Und ein letztes Beispiel. Zu Hause können Sie dann weitere für sich selber basteln. Lesbisch. Und als die ersten Hörer grollten und schon den Saal verlassen wollten, da sprach der Dichter ungerührt: Ich lesbisch euch der Arsch abfriert. Da ich hier gerade feststelle, dass diese Sprache der Gosse so gut ankommt, dann wollen wir mal in die Vollen gehen. Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs, das ist nur der Anfang, das ist die Überschrift. Die bekannteste Gedichtform italienischen Ursprungs ist bekanntlich das Sonett, und was jetzt folgt, ist ein Sonett. Also ein Gedicht aus 2 Vierzeilern und 2 Dreizeilern, die auf äußerst kunstvolle Weise miteinander verwoben und verdichtet worden sind. Denn Dichten kommt ja von Verdichten. Der Dichter verdichtet, und hier hat der Dichter Folgendes verdichtet. Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich habe da eine Sperre, und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will es echt nicht wissen. Ich finde Sonette unheimlich beschissen. Und nun zum letzten Wort, das hier von diesem Tisch an diesem Abend ausgehen wird. Einem Gedicht, das wieder in die Sphären führt, in denen wir heute eigentlich die meiste Zeit zu Hause waren, nicht wahr? Deutung eines allegorischen Gemäldes. 5 Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die 5? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod, das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest, das ist die Pest, das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid, das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass, das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein, das wird der Weinreinbringer sein. Ja.
allerletzte. Stopp. Das allerletzte. Also, April, April, das war gar nicht das letzte Wort. Jetzt kommt nämlich das allerletzte Wort. Und das werden wir zu dritt vorlesen. Wir machen das erste Mal in unserem Leben. Und hoffentlich klappt es auch. Haltet uns die Daumen oder drückt sie oder was immer ihr mit diesen Daumen machen wollt. Warnung an alle. In mir erwacht das Tier. Es ähnelt einem Stier. Das ist doch gar nicht wahr. In dir sind Tiere rar. In mir ist's nicht geheuer. Da schläft ein Zuckerstreuer. Und wenn der mal erwacht, dann... Gute Nacht.